10.000 Euro im Monat in nur 5 Schritten hört sich vielleicht an wie ein Traum oder ein Porsche Cayman S Scam Pitch, aber ist tatsächlich die Wahrheit. Wie du wirklich von null, du hast jetzt gar nichts, kein Unternehmen, nichts, bis auf 10.000 Euro im Monat kommst, erkläre ich dir jetzt. Und nicht nur 10.000, 10.000 Euro im Monat ist nur die Zahl, die dich triggern sollte, damit du auf das Video drückst. Du kannst damit auch 50.000, 100.000 und so weiter verdienen. Also, wir legen sofort los mit dem ersten. Du musst erstmal identifizieren, was möchtest du überhaupt machen? Beziehungsweise kannst du überhaupt schon etwas, worauf du aufbauen kannst? Das heißt, das allererste, was du dich fragen solltest, ist, was kannst du? Was kannst du? So, das ist die allererste Frage. Sollte diese Frage irgendeine Antwort haben, kannst du darauf aufbauen und so dein Produkt aufbauen. Ne? Wenn jetzt diese Frage aber mit nichts beantwortet wird, nichts, was irgendwie profitabel ist, weil ich mein Leben lang nur an der Maschine stand und nichts anderes getan habe, so wie es wahrscheinlich bei den meisten ist, ist auch gar kein Problem, weil du dir dann einfach diese Frage, sage ich mal, sparen kannst, mehr oder weniger, beziehungsweise gar nicht mehr dich damit beschäftigst, sondern einfach nur direkt dich damit auseinandersetzt, welches Produkt du dir aufbauen möchtest, in welcher Nische. Das heißt, du suchst dir, in welcher Nische möchtest du aktiv sein? Was für einen Service möchtest du fulfillen? Wo hast du vielleicht irgendwie eine Passion drin oder was auch immer? Welche Nische, welcher Markt ist profitabel und wo kann ich mir dann ein Produkt darauf aufbauen? Das solltest du dich dann letztendlich einfach nur fragen. Ist wirklich simpel. Es gibt so viele Sachen. Ihr könnt wortwörtlich googeln nach, keine Ahnung, Online-Geschäftsmodellen, die mich reich machen können, nach dem Motto. Ihr könnt wirklich danach googeln, habt da bestimmt 100 verschiedene Ergebnisse, die da rauskommen oder ChatGPT-Fragen oder was auch immer und dann letztendlich einfach nur eins da aussuchen und danach könnt ihr euch damit euer Produkt aufbauen. Aber das geht jetzt direkt zum zweiten Punkt über. Du kannst dir ja nicht einfach irgendein Business aussuchen und darauf ein Produkt aufbauen, wo du keine Ahnung für hast. Deswegen gehen wir direkt zu Punkt 2, weil das übergreifend ist. Du musst erstmal den Skill lernen. Das, was du ausüben möchtest, das, was du anbieten möchtest oder beziehungsweise das Produkt, was auch immer du damit erreichen möchtest, musst du erstmal erlernen. Du musst erstmal lernen, das überhaupt zu tun. Wenn du editen willst, musst du lernen zu editen. Wenn du dir natürlich ein physisches Produkt aufbaust, ne, jetzt wieder zum Produktaufbau, wenn du dir ein physisches Produkt aufbauen willst, sorry, dann ist es natürlich wieder was anderes, aber da musst du andere Dinge lernen. Das heißt, wie zum Beispiel, wie baue ich meine Website auf, wie mache ich dies, wie mache ich das, wie kann ich mein Produkt ordentlich in Schau stellen, wie kann ich mein Produkt besser machen, welche Boni kann ich hinzufügen, welche Vertriebswege kann ich aufbauen und so weiter. Zu denen kommen wir alle gleich. Also könnt ihr auf jeden Fall dranbleiben, selbst wenn ihr ein physisches Produkt habt und keinen Service oder irgendein digitales Produkt habt beispielsweise. Also, Skills lernen, erlerne erstmal deinen Skill. Ist dein Skill dann, weiß ich nicht. Willst du Fitnesscoach werden, dann musst du natürlich den menschlichen Körper kennenlernen. Willst du editen und ein Content Creator sein, dann musst du das Content Creation musst du lernen. Möchtest du ein Finanzberater sein, dann musst du dich erstmal mit Finanzen ordentlich auseinandersetzen und da einen Track Record aufbauen und so weiter und so fort. So, das heißt, das ist der erste Weg und Lernen ist im Endeffekt damit verbunden, dass ihr einfach ins Internet geht und so viel Information wie möglich versucht aufzusaugen oder Bücher lest und so weiter oder euch professionelle Hilfe sucht von Leuten, die bereits das können, was ihr lernen wollt. Und dann geht es darum, diesen Skill auch anzuwenden, weil einfach nur den Skill zu lernen und dann letztendlich zu haben, reicht nicht aus, um letztendlich dann Kunden zu gewinnen beziehungsweise überhaupt irgendwie relevant zu sein. Das heißt, nachdem du anwendest, ich mache den Fall mal extra hier, wenn du ihn anwendest, musst du, beziehungsweise zum Anwenden, kannst du gleichzeitig direkt damit Testkunden gewinnen. Testkunden sind Leute, zu denen du gehst und denen sagst, okay, hör mal zu, ich habe jetzt den Skill von der Content Creation beispielsweise und ich möchte für dich Videos machen. Ich habe noch kein Proof of Work vielleicht, weshalb ich auch kein Geld dafür verlange und ich mache es kostenlos. Einfach nur, um Proof of Work aufzubauen. Das heißt, ein Beweis dafür, dass deine Arbeit letztendlich auch funktioniert und convertet. Aber selbst wenn du kein Proof of Work hast, ist es sogar schwer, Testkunden zu finden, weil keiner möchte seine Zeit verschwenden. Deshalb solltest du einfach Beispiele produzieren. Wie zum Beispiel Beispielvideos und die dann auf deiner Nischenpage hochladen oder sowas ähnliches. Oder wenn du ein Webdesigner bist, dann solltest du ein paar Beispiel-Websites erstellen. Einmal für einen Fitnesscoach, einmal für einen Content Creator, einmal für eine Filmagentur, was auch immer. Ne? Beispiel-Website, dass Leute irgendwelche Anhaltspunkte haben, beziehungsweise irgendwelche Referenzwerte haben, wie die Arbeit dann letztendlich aussieht und was sie erwarten können. Weil ohne das kommst du gar nicht erst dazu, Kunden später zu gewinnen, wozu wir gleich kommen im vierten Punkt. Aber hier, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, den Skill auch anwenden und den Leuten zeigen und beweisen, ich kann dafür Geld verlangen, weil das, was ich tue, ist gut. Du kannst den Skill so viel lernen, wie viel du willst.
Und du kannst ihn auch so viel anwenden, wie du willst. Wenn das Produkt dann aber hier letztendlich, wenn das Produkt scheiße ist, dann kannst du auch keine Kunden gewinnen und kannst auch dein Unternehmen so gesehen in die Tonne kloppen und wirst auch dann so keine 10K verdienen. Das heißt, wie gesagt, die erste Priorität ist Step 1 und Step 2, dass das Produkt sitzt, dass der Skill sitzt, dass dein Service gut ist, dass Leute wirklich davon profitieren. Das ist die Grundvoraussetzung. Und bei dem einen dauert es länger, bei dem einen weniger. Wie gesagt, je nachdem, wie lange du dich damit aufhältst, den Skill zu lernen, je nachdem, wie kompliziert der Skill ist, anhand dessen dann natürlich dein Produkt aufzubauen und so weiter und so fort. Ja, bei dem einen kostet das ein paar Monate, bei dem einen ein paar Wochen, bei dem einen ein paar Jahre, ist bei jedem unterschiedlich. So, aber wie gesagt, Produkt muss sitzen und der Skill muss sitzen. Danach kommen wir zum Branding. Mit dem Branding ist gemeint, dass ihr erst wirklich jetzt anfängt, ein Logo zu erstellen und einen Namen auszusuchen. Erst jetzt. Viele Leute tendieren immer dazu, die große neue Idee zu haben oder so heftig überzeugt von etwas zu sein, dass sie dann letztendlich nur darauf kommen bzw. darauf kleben bleiben, das passende Logo zu haben mit dem coolen Namen und das alles irgendwie cool darzustellen und so weiter. Aber meistens bleibt es dann auch hierbei und das Unternehmen wird gar nicht erst umgesetzt oder ist überhaupt gar nicht profitabel, was auch immer. So, ihr kennt es, jeder hat mal irgendwie einen Impuls und dann, boah, das wäre cool. So, deswegen, das kommt erst später. Erstmal brauchst du ein Produkt und sowas, weil der Name und das Logo ist prinzipiell egal. Du würdest auch ein iPhone haben, wenn es nicht iPhone heißen würde, also das Produkt, oder die Firma nicht Apple heißen würde. Genauso wie ich dieses Board hätte, auch wenn es nicht ein Samsung-Board wäre oder was auch immer, sondern anders heißen würde. Versteht, was ich meine? Ist im Prinzip eigentlich egal. Und das Logo auch sowieso, sage ich mal. Das ist nur ein Wiedererkennungswert, der sich irgendwie einprägt. Und man sollte natürlich darauf achten, dass der Name irgendwie dazu passt, damit man dazu auch das Richtige assoziieren kann. Wenn du eine Filmmaking-Agentur hast, dann irgendwas mit Movie, Film oder irgendwas in die Richtung. Und das Logo natürlich auch irgendwie passend dazu. Oder halt einfach clean, ne? Wie bei Apple. Apple heißt Apple und hat einen abgebissenen Apfel. Also die haben auch nicht irgendwie da Flick, Flag, Overdeck und was auch immer. Ne? Braucht ihr alles nicht. Ist im Endeffekt auch weniger relevant. Das, was beim Branding mehr relevant ist, ist das Auftreten nach außen in Hinsicht auf Website. Also das, was letztendlich konvertiert und wirklich wichtig ist, ist Website und Socials. Also einmal deine Website, die einen ordentlichen Funnel haben muss und dies und blau und jenes, Proof of Work haben und so weiter, einheitlich gestaltet mit deinem Branding. Und dann natürlich die Socials, weil die Website ist das Letzte, was ein Kunde bei dir sieht, bevor er kauft beispielsweise, beziehungsweise bevor er mit dir Kontakt aufnimmt, was auch immer. Und die Socials ist das Erste, was er sieht. Und da ist das Logo und der Name eigentlich relativ egal, wie gesagt. Wichtig ist, dass du bei den Socials dann guten Content ablieferst und so weiter, dass es dann letztendlich interessant wird. Aber zur Kundengewinnung, also Step 4, kommen wir jetzt. Und es gibt verschiedene Art und Weisen, wie man Kunden gewinnen kann. Und wir fangen einfach mal an mit Paid Ads, also bezahlter Werbung. Paid Ads. Darunter kommt alles, was irgendwie bezahlt ist, in der Hinsicht auch auf Shoutouts oder Blogbeiträge oder dass ein Influencer deine Sachen trägt oder dich irgendwie pusht, sage ich mal, oder Kooperationen und so weiter. Alles, wo dein Name erwähnt wird, wofür du bezahlt hast, dass dein Name erwähnt wird, sind letztendlich Paid Ads. Viele verstehen unter Paid Ads beispielsweise nur Google Ads und Facebook Ads und so weiter. Ist meiner Meinung nach aber nicht so. Dazu gehört auch UGC und so weiter und so fort. Deswegen, alles wofür du letztendlich bezahlst, dass du irgendwo gefeatured wirst. Dann haben wir Organic Content. Also organischen Content. Das heißt einfach ganz normalen, herkömmlichen Content, den ihr einfach auf eurer Page hochlädt, bei Instagram, YouTube, wo auch immer. Dann haben wir hier, sage ich mal, das geht Hand in Hand, ist dann beispielsweise mit Cold Calls bzw. Outreach. Cold Calls / Outreach. Was heißt Cold Calls und Outreach, Cold Outreach? Letztendlich einfach nur Leute anzurufen oder Leuten eine Mail zu schicken, irgendwie Kontakt aufzunehmen, ohne dass diese Leute überhaupt irgendwie einen Berührungspunkt mit euch hatten. Ein Warm Call oder ein Warm Outreach oder ein Warm Lead wäre dann beispielsweise jemand, der sich vielleicht schon mal für deinen E-Mail-Newsletter eingetragen hat oder irgendwas ähnliches. So, der irgendwie schon mit dir in Kontakt ist und schon auf einer gewissen Art und Weise Interesse hat. Und ein Hot Lead ist dann jemand, der sich schon qualifiziert eingetragen hat, der gesagt hat, ich möchte mit dir zusammenarbeiten und so weiter. Und du musst ihm letztendlich einfach nur noch die Rechnung schicken, nach dem Motto, ne?
So, also Cold Calls, Cold Outreach ist letztendlich einfach, wie gesagt, Firmen anrufen, sagen, ey, ich kann dir helfen, Kunden anrufen, hey, ich kann dir helfen. Ein Cold Call ist zum Beispiel, oder ein Cold Outreach, Cold Call oder Türklinkenputzer sind beispielsweise immer ungefähr dasselbe. Das ist wie der Typ, der zu euch nach Hause kommt und euch sagt, ey, du brauchst einen neuen Wasservertrag, weil du zahlst gerade zu viel. Oder hier der neue Stromvertrag, damit sparst du so und so viel Geld am Endeffekt, aber jagen die nicht in irgendwelche Random-Ass-Verträge rein, so, diese Leute, ne? Und das ist dasselbe. Ihr wolltet das gar nicht, dass diese Leute da sind, sie kommen aber trotzdem. Und ab und zu mal, wenn jemand kommt, ist es etwas wirklich Gutes, was dir wirklich etwas bringt. Und das bist dann vielleicht du, das weiß aber der Kunde gar nicht, den du vielleicht gerade versuchst zu kontaktieren. Und der wird dann schon sofort so eine kleine, sage ich mal, Abwehrreaktion zeigen und deswegen eher nicht bereit sein, mit dir sich weiter zu unterhalten oder irgendwie, sage ich mal, mit dir ins Geschäft zu kommen. Deswegen ist das meiner Meinung nach weniger effektiv, aber kann man halt auf die Quantität halt wirklich ausüben. Das heißt, wenn du schaffst, keine Ahnung, 200-300 Cold Calls am Tag zu machen nach dem Motto, dann ist es schon gut und ein paar Leute kristallisieren sich da letztendlich raus, die dann kaufen und du machst dann am Ende trotzdem Geld, ist aber nicht, sage ich mal, optimal. Und das sind so die, sage ich mal, main drei Wege, wie du als neuer Unternehmer, der noch gar keinen Namen hat, mit einem komplett neu gegründeten Unternehmen, neuen Produkt, was auch immer, an den Markt kommt. Das sind die Wege, wie du Kunden gewinnst. Das sind meiner Meinung nach die einzigen Wege, wie du Kunden gewinnen kannst, effektiv. Und das ist, wie gesagt, eher weniger, deswegen löschen wir das auch raus. Das, worauf wir uns beschäftigen, beziehungsweise worauf wir uns fokussieren, sind Paid Ads und organischen Content. Paid Ads, wie gesagt, braucht man auch meistens natürlich Geld für, sonst wären es keine Paid Ads. Und deswegen müsst ihr auch da wahrscheinlich erstmal darauf setzen, dass ihr mit dem organischen Content Geld verdient, bevor ihr überhaupt anfängt, irgendwo gefeatured zu sein oder bezahlte Werbung zu schalten. So, und organischer Content ist letztendlich auch in mehrere Bereiche zu unterteilen. Das heißt, ob du YouTube machst, Instagram machst, ob du Long- oder Shortform-Content machst, ob du Knowledge-Content machst oder diesen Content, ist letztendlich alles offen. Der effektivste Weg aber, um wirklich Kunden zu gewinnen mit organischem Content, ist eine Personal Brand. Ich werde jetzt nicht zu weit in diese Thematik eingehen. Ich habe diese kompletten Inhalte noch einmal komplett in die Tiefe natürlich in Superior Life erklärt, wie man da Schritt für Schritt Unternehmen aufbaut und so weiter und so fort. Deswegen kann ich hier auch nicht alles droppen. Sollte mal, denke ich, auch jedem klar sein, ist unfair denen gegenüber, die dafür bezahlt haben. Auf jeden Fall Personal Brand ist das Wichtigste. Ich werde nicht, wie gesagt, zu tief darauf eingehen. Wollt ihr ein Video dazu haben, kommentiert es gerne. Aber mit einer Personal Brand ist gemeint, dass du für deine Firma stehst und dann deine Expertise, dein Knowledge und dein Leben, was auch immer, mit der Öffentlichkeit teilst, weil das Interesse weckt und das könnten dann im Endeffekt Kunden werden. Das heißt, das hier weckt das Interesse. Ich mache jetzt einfach mal so, weckt das Interesse in Kunden, so gesehen, in Kunden, beziehungsweise nicht unbedingt Kunden, kriegt Reichweite, würde es besser treffen. Das hier, Personal Brand, kriegt Reichweite, also Reach. Und diese Reach könnte dann letztendlich konverten, dass die Leute dann dazu am Ende dann Kunden werden. Ist jetzt scheiße geschrieben, aber ihr versteht schon, was ich meine. Hier kriegst du Reichweite. Diese Reichweite könnte dann letztendlich dazu, sage ich mal, führen, dass sich daraus Kunden herauskristallisieren. Ne? Und da kannst du dann natürlich auch strategische Marketingstrategien und so weiter anwenden, die dann letztendlich dazu führen, dass diese Leute dann auch Kunden werden und so weiter. Ist auch natürlich klar. Gut, dann haben wir das alles und du machst schon Geld und machst auch schon, sage ich mal, bestimmt 10.000 im Monat oder hast mal 10.000 im Monat gemacht und so weiter. Du möchtest aber natürlich nicht nur 10.000 im Monat machen, sondern viel, viel mehr Geld. Und vielleicht macht dein Produkt aber gerade auch nicht 10.000, sondern nur 5.000 und es muss besser werden, dass du mehr Geld dafür verlangen kannst oder mehr Kunden gewinnen kannst. Weil wie gesagt, das beste Produkt oder ein perfektes, ein gutes Produkt ist das beste Marketing und ist die beste Voraussetzung, um unendlich viel Geld zu verdienen, nach dem Motto. Und wichtig ist, danach zu lernen und einen Feedback-Loop einzuführen. Das heißt, du hast hier als allererstes dein Produkt. Du hast dein Produkt. Dieses Produkt geht zum Kunden. Und dieser Kunde hat letztendlich dann ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis musst du auswerten bzw. analysieren. Analyse. Du analysierst, was ist gut gewesen, was ist schlecht gewesen und so weiter. Erkläre ich gleich nochmal. Dann nach der Analyse wertest du es noch einmal komplett aus. Also du schaust es dir an, du guckst und dies und das und du wertest es einmal komplett aus und hast deine
aussagekräftigen Informationen, die du daraus ziehen konntest, die letztendlich wichtig sind. Wie gesagt, das ist gut, das nicht, das sollte man sein lassen und so weiter. Der Gameplan, der neue Gameplan, also die Verwertung. Verwerten. Verwerten. Und nach dem Verwerten musst du darauf achten, dass du auch natürlich anpasst. Und das ist der Feedback Loop. Du hast dein Produkt geht zum Kunden. Der Kunde erzielt ein Ergebnis, du schaust dir das Ergebnis an, ist der Kunde zufrieden gewesen oder nicht. Dann verwertest du das Ganze und passt es an, passt dein Produkt an. Du hast anhand diesem Prozesses hier, ich mach das mal so, dieser Prozess hier, der obere, da kannst du so viel von lernen. Das heißt, du hast das Produkt, das geht zum Kunden und auf einmal hat der Kunde irgendein Problem mitten in der Zusammenarbeit mit dir. Und wie kannst du dann das für dich verwenden? Du hast dann letztendlich im Ergebnis, siehst du, aha, wir sind daran vorher gescheitert, beziehungsweise wir haben sehr, sehr viel Zeit da in dieser Thematik verloren. Wie kann ich machen, dass ich mit dem nächsten Kunden, mit dem ich zusammenarbeite, dieses Problem nie wieder entsteht? Oder wie kann ich es machen, dass ich schon vorher dieses Problem für ihn lösen kann und das auch schon vielleicht anbiete, dass ich dieses Problem löse, weil ich sehe, aha, meine 5 letzten Kunden hatten alle immer wieder genau dieses Problem. Das heißt, ich werde das einbauen in meine Kundengewinnung, in meinen Pitch und so weiter und werde dafür sorgen, dass ich so mehr Kunden kriege, weil ich genau das Problem schon etliche Male behandelt habe und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, konstant am Produkt arbeiten, Boni hinzufügen und noch besser machen und dann noch mehr Features einbauen, noch breiter streuen und so weiter und so fort. Und das ist letztendlich, kurz gesagt, in 5 Schritten extrem schnell runtergebrochen, wie du über 10.000 im Monat verdienen wirst. So, ich scroll noch einmal zurück und wir lassen noch einmal Revue passieren. Also, wir haben als allererstes das Produkt. Das Produkt muss geil sein. Es muss bulletproof sein. Es soll keine China-Ware sein, von AliExpress bestellt und einfach nur verkauft und irgendwie einen Namen hinzugefügt nach dem Motto. Nein, es muss geil sein. Wenn jemand irgendwann mal sehen wird, dass ihr eure Produkte verkauft und die sind auf AliExpress zu finden, dann wird euer Unternehmen nicht langlebig sein. Vertraut mir. Versucht da irgendwie was Individuelles zu finden. Gräbt tiefer. Wenn ihr einen Service oder sowas habt, noch besser. Dann da auch Produkt ausbauen, Boni hinzufügen, breiter fächern, dies, bla, jenes. Also, Produkt muss bulletproof sein. Richtig, richtig geiles Produkt. Und dann natürlich, wie gesagt, mit dem ersten geht das zusammen, Skills lernen und dann auch anwenden, um so Referenzpunkte zu haben, um danach die Kundengewinnung im 4. Schritt leichter zu machen. Das heißt, auch hier wieder mit dem ersten Schritt verbunden und dann natürlich auch anwenden. Also Skills lernen ist verbunden mit Produkt aufbauen und dann anwenden, um Beispiele und Testkunden zu haben. Danach, wenn du weißt, dass deine Arbeit wirklich geil ist und funktioniert, kannst du anfangen zu branden und kannst starten mit Webseiten und Socials und ein Logo, Namen und das komplette Unternehmen, alles drumherum aufbauen. Auch ganz, ganz easy. Das alles hier dauert vielleicht, keine Ahnung, sollte einen Tag dauern. Also okay, die Website dauert ein bisschen länger, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht. Sagen wir eine Woche vor allem als Anfänger, vielleicht sogar 2 Wochen. Das hier ist ein Tag mäßig, wenn überhaupt. Und die Socials werden sowieso konstant gepflegt, also ist das auch in 0, nichts erledigt. Dann gehen wir weiter zur Kundengewinnung. Das ist letztendlich damit, womit du dich hauptsächlich beschäftigst, weil du versuchst, deinen organischen Content und Paid Ads zu schalten. Das machst du dann höchstwahrscheinlich mit deiner Personal Brand, den organischen Content. Dadurch gewinnst du Kunden. Da musst du diese Kunden einfach nur noch fulfillen. Das heißt, du musst deinen Job erledigen, dass du auch wirklich letztendlich dann das Geld dafür kriegst und auch verlangen kannst. Und nicht einfach nur, ja, ich nehme das Geld und ich mache dein nächstes, dann bist du ein Scammer und dann wirst du auch früher oder später im Knast landen. So, also. Und dann den letzten Schritt, Feedback Loop. Jedes Mal, wenn du einen Kunden fulfilled hast, lerne daraus und mach dein Produkt besser. Umso besser dein Produkt ist, umso mehr Geld kannst du letztendlich dafür dann auch später verlangen. Also wird irgendwann mal ein Kunde nicht 1.000 Euro sein, sondern irgendwann mal wird dein Produkt so gut sein, dass ein Kunde 10.000 Euro wert ist. Und du machst mit einem Kunden im Monat, machst du schon 10.000 im Monat. So, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, das muss man sich wirklich verinnerlichen, dass das gute Produkt und die kontinuierliche Arbeitung und das kontinuierliche Improvement an deinem Produkt das Wichtigste an deinem Unternehmen ist. Denn wenn dein Produkt nicht weiter wächst und besser wird, fällt es irgendwann mal weg. Also Freunde, sollte jeder von euch verstehen. Wie gesagt, ich konnte nicht noch deeper drauf eingehen, weil davon alles schon in Superior Life gefeatured ist. Superior Life findet unten in der Videobeschreibung, hat schon etlichen Menschen dabei geholfen, finanziellen, mentalen und körperlichen Erfolg zu erlangen. Und ansonsten würde ich sagen, Freunde, gebt Gas, gründet euer Unternehmen, macht 10.000 und mehr im Monat. Easy game, haut rein.